Hallo und schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich die erste Sendung Künstlerfragen im neuen Jahr moderieren darf. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Künstlerfragen ist die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks, hörbar an jedem vierten Freitag eines Monats hier auf LoRa München 92.4. Mein Name ist Renate Hausdorff und ich bin natürlich, ganz wie mein heutiger Gast, Mitglied im Paul Klinger Künstlersozialwerk. Helga Siewan, hallo liebe Helga, hallo. Ist Trauertänzerin. Ich habe mich sehr auf dich gefreut und bin auch sehr neugierig, bin auch sicher, dass unsere Zuhörer genauso neugierig sein werden auf das, was du uns berichten wirst. Denn bis vor kurzem war mir völlig fremd, dass es so etwas Trauertanz wirklich gibt. Ich habe recherchiert und war sehr erstaunt. In vielen Traditionen unserer Welt gibt es tatsächlich Trauertänze, sogar bei uns. Doch darüber später mehr. Bevor wir uns darüber verständigen, erzähle ich Ihnen noch so kurz ein wenig, was denn das Paul Klinger Künstlersozialwerk überhaupt ist. Das Paul Klinger Künstlersozialwerk ist ein bundesweit tätiger, gemeinnütziger Verein. Gegründet wurde er vor mehr als 40 Jahren aus der Idee heraus, Künstlern zu helfen, sowie Künstlern zu mehr Gerechtigkeit zu verhelfen. Wir sind eine Solidargemeinschaft aus Künstlern und auch Nichtkünstlern, deren Ziel es ist, Künstlern in allen Fragen zur sozialen Absicherung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ein ganz besonders wichtiges Thema ist natürlich die Künstlersozialkasse. Hier sollten alle freischaffenden Künstler versichert sein. Da helfen wir natürlich auch. Wir begleiten Künstler durch den Dschungel der Bürokratie. Das wird immer schwieriger. Deshalb ist es sicher sehr, sehr wichtig für viele, dass man sich da helfen lassen kann. Unser Wahlspruch heißt, Prävention ist wichtig. Wir wollen Künstler nicht in Not kommen lassen. Deshalb, liebe Künstler, wenn Sie Autor, Moderator, Journalist oder Filmemacher sind und Fragen zu Ihrer sozialen Absicherung haben, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns über jeden, der das Paul Klinger Künstlersozialwerk und seine Arbeit für Künstler unterstützen möchte. Die Mitgliedschaft beträgt für Künstler und Förderer nur 70 Euro im Jahr. Viele Informationen können Sie selbstverständlich auch auf unserer Website www.paul-klinger-ksw.de erhalten. Und zu guter Letzt bei diesen formalen Geschichten, alle, die bei Paul Klinger arbeiten, tun dies ehrenamtlich. Das war jetzt nun wirklich sehr viel Formales, darum haben wir uns jetzt erst einmal für Musik entschieden. Wir haben sehr schöne Musik mitgebracht und da die Titel manchmal etwas schwierig anzusagen sind, hat Helga diesen Job übernommen. Ja, das ist das erste Lied, was ich mitgebracht habe, ist aus dem Film von Peter Brook, Mahab Maratha. Es ist ein Epos aus Indien und er hat diesen Film gemacht und die Musik liebe ich sehr. Sie hören Künstlerfragen. Bei mir zu Gast ist heute Helga Siewan, Tänzerin. Dazu gleich auch an dich die Frage, liebe Helga, wie bist du zu Paul Klinger gekommen? Ich wollte in den Künstlersozialkasse hineinkommen, das war nicht ganz so leicht und irgendjemand hat mir dann gesagt, geh doch mal zum Paul Klinger Verein. Sozialwerk. Und da wurde sie geholfen? Ja, da wurde mir geholfen und relativ schnell war ich dann auch in der KSK. Das ist schön, ja. Also das ist wirklich wichtig und es ist auch nicht so ganz einfach, diese Formulare auszufüllen und die KSK ist in den letzten Jahren immer strenger geworden, sodass es nicht so ganz einfach ist. Das ist gut, wenn man dabei ist. Ja, ich habe auch schon ein paar Mal also eine Kontrolle gehabt. Das habe ich leider auch schon erlebt. Genau. Da hat mir der Verein auch ganz gut geholfen, weil ich bin so eine Schnattertüte. Und da wurde mir geraten, wie ich mich da anständig verhalte. Und dann hat es auch geklappt, weil der Steuerprüfer war auch wirklich sehr nett. Ja, nun zu dir. Du wurdest ja eingeladen als Trauertänzerin. Ja. Das ist natürlich in deinem Fall eigentlich viel zu wenig, denn du tust ja viel, 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 viel mehr. Aber jetzt reden wir erstmal über den Trauertanz. Was ist das? Was müssen wir uns denn darunter so vorstellen? Ja, es gibt ja also Beerdigungen oder Trauerfeiern, kann man ja eigentlich auch ein bisschen anders gestalten oder auch mit Pfarrer, wie man es gerade möchte. Und man kann jemand sprechen lassen, aber man kann auch jemand tanzen lassen. Und
ich bin eben eine Trauertänzerin, also ich wenn mich jemand engagiert und möchte, dass ich auf der Beerdigung oder auf der Aussegnung tanze, dann suche ich und tanze eben dann einen Tanz für die Hinterbliebenen, vielleicht auch für den, der gestorben ist. Ja, von Palliativgruppen hier in Deutschland habe ich schon gehört, dass auch dort getanzt wird. Aber das ist wohl ein ganz anderer Tanz. Das ist ein Tanz, der den Trauernden Entspannung bieten soll. So etwas machst du nicht, denn das ist was anderes. Du tanzt für den Toten, der dort verstorben ist. Genau, ja. So wie jetzt zum Beispiel auch jemand vielleicht Querflöte spielt oder Saxophon, gibt es eben auch mich. Eigentlich ist es ein wunderschöner Gedanke, dass auf einer Trauerfeier getanzt wird. Und ich habe mir einige YouTubes von dir angeschaut, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Aber was sind das für Menschen, die dich ansprechen und wollen, dass auf der Trauerfeier eines ihrer Angehörigen eben getanzt wird? Was sind das für Menschen? Wie kommt man auf die Idee? Ja, wie vieles im Leben. Also auf einmal ist es da. Man lernt mich kennen oder man hat von mir gehört und hat sich gedacht, eigentlich möchte ich ein bisschen anders so eine Trauerfeier gestalten. Mir ist der Mensch sehr wichtig oder es sind Kinder übrig geblieben oder die sehr jung sind oder man kennt mich, weil es der Vater eines Freundes oder einfach, man sieht mich auf einer Beerdigung und denkt dann, oh, das möchte ich auch. Und jetzt, wenn ich mal jemand brauche, dann könnte ich auch die Helga kommen lassen. So ist es einfach. Ja. Es geht einfach so dahin. Ja, also als ich davon gehört habe und mit dir auch gesprochen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein wirklich wunderschöner Gedanke, wenn auf einer Trauerfeier getanzt wird. Ja. Wie kamst du dazu, diesen Trauertanz auch anzubieten und vor allem, wo machst du das? Tanzt du auf dem Friedhof, tanzt du in der Kirche, im Krematorium vor dem Grab, keine Ahnung, wie geht das? Also meistens ist es entweder eine Aussegnungshalle oder eine Kirche, ja, Krematorium, ja, das ist die Aussegnungshalle, würde ich sagen, im Friedhof. Und jetzt gerade ist es ein bisschen sehr kalt. Die meisten Aussegnungshallen sind super, super kalt. Wäre für mich ein bisschen schwierig gerade. Aber zum Beispiel AETAS, die haben ja selbst... Was ist AETAS? AETAS ist eine andere Beerdigungsinstitut, mit denen ich ein bisschen mehr arbeite. Und die haben selbst auch eine Aussegnungshalle, die eben warm ist und auch ein bisschen anders aussieht. Ist das ein Beerdigungsinstitut oder ist das eine konfessionelle Angelegenheit? Ein Beerdigungsinstitut, die auch Kurse anbieten, also eine andere Form von Leber- und Trauerkultur. Das klingt interessant. Ja, das ist eine ganz schöne, liebevolle Art, wie die mit Trauernden und mit dem Toten auch umgehen. Gut. Jetzt dürfen Sie wieder Musik hören, die Helga sehr, sehr gern mag. Ja, das von Akram Khan, einem Tänzer aus Bangladesch, der jetzt in London lebt, habe ich ein wunderschönes Solo gesehen, ein sehr persönliches Dash. Dash ist eine Gegend in Bangladesch wahrscheinlich. Und das Lied heißt Halleluja und kommt jetzt gleich. Also dann, Halleluja. Ja, Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerkes. Bei mir zu Gast ist heute Helga Sevan. Wir unterhalten uns gerade noch über ihren Trauertanz. Helga, wie kamst du darauf, diesen Trauertanz auch anzubieten? Hat es da irgendwie persönliche Erfahrungen gegeben, die dich darüber nachdenken ließen, das zu tun? Ja, also es fängt dann ganz einfach an. Seine eigene Mutter stirbt, man ist völlig geplättet und sagt zu allem Ja und Amen und hat dann einfach eine so traurige Trauerfeier oder so triste Trauerfeier, oder die man einfach nie mehr los wird. Und dann beerdigt man den Nächsten, also, und dann übernächsten. Bei meinem Bruder habe ich dann schon viel mehr Entscheidungen getroffen, was ich haben möchte und nicht. Und dann auch entschieden eben, was es braucht für eine Trauerfeier. Und
wie wichtig es ist eigentlich, dass man dass man eigentlich dem Toten noch ein schönes letztes Fest bereitet, gemeinsam. Ja, er ist ja noch da, tot, und oder in der Urne, und verabschiedet sich und macht einfach etwas Schönes. Bei meinem Bruder habe ich zum Beispiel auch den Sarg bemalt, oder bei der Mutter eines Freundes habe ich dann ein Tuch genäht aus den Kleidern. Du hast ein Tuch genäht? Ja, genau. Ich habe ein Tuch genäht über den Sarg von den Kleidern der Mutter. Hat es eine Beziehung zu der Frau gehabt? Ist sie Schneiderin gewesen? Genau, sie war Schneiderin, und ich fand es einfach eine schöne Idee. Ja. Und ja, also ich finde einfach, so eine Trauerfeier sollte einfach mehr sein. Das ist wahr. Und dafür möchte ich einfach auch da sein. Also ich bin einfach auch gerne, ich bin sehr bereit auch mitzuwirken, dass es einfach eine schöne wird. Genau. Lassen denn die Beerdigungsinstitute, mit denen man das dann organisatorisch macht, lassen die das zu, dass man da so viel Eigenes einbringt? Es kommt doch mal drauf an, wer. Also meistens ist es ihnen auch egal, ja. Man muss eigentlich schon jemand, also gerade bei meinem Bruder, ich musste sehr genau schauen, dass das dann eben auch das schön wird, also dass der Sarg dann auch sichtbar ist. Er wurde da auf einmal dann so, ja, wir machen das immer so, und ich wollte, nein, das so möchte ich es nicht haben. Also man muss eigentlich schon noch auch ein bisschen kämpfen, um seine Wünsche durchzusetzen. Und ja, viele Menschen sind ja da oft schon so verhaftet. Geblättet. Ja, die können das dann gar nicht. Aber das ist ja schön, wenn man ihnen, dann jemanden hat. Es wird ihnen ja auch ganz schnell abgenommen, und dann sagt man einfach, die Lieder können sie haben, und das und das und das kostet es. Aber dass man einfach andere Möglichkeiten hat, man hat sie. Und wenn mich jemand braucht oder so, also ich bin da gerne begleitend. Das klingt gut. Ja, und wie kommst du zu der Musik? Wir haben jetzt schon zwei sehr schöne Musiken von dir gehört, von denen ich mir auch gut vorstellen kann, dass man auf einer Trauerfeier diese Musik hören könnte und du möglicherweise auch dazu tanzt, weil ich glaube auch, dass die Musik eine Beziehung zu dem Menschen, der da verstorben ist, haben sollte. Also ja. Nicht das ewige ja. Ave Maria, ja. Sondern ich war vor einigen Jahren auf einer Beerdigung, das war ein großer Jatzer, und da gab es eine wunderschöne Jazzmusik, Klaviermusik, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, alles, was da geschieht, muss ja irgendwie eine Beziehung zu, also sollte zumindest eine Beziehung zu demjenigen haben. Also wo, die Musik suchst du, oder wird die auch mitgebracht? Es ist so, also mitgebracht nicht, weil ich muss ja auch proben, ne? Ja. Also, ich bespreche das zum Beispiel, oder sie sagen mir, sie hätten den und den Wunsch, oder ich erzähle schon mal, was ich mir vorstellen könnte, oder, ja, ich suche dann, ich probiere es dann aus. Es geht dann manchmal auch nicht. Also es ist gar nicht so einfach, eine Musik zu finden, die funktioniert. Woran hängt es? Ja, sie muss schon im Hintergrund bleiben. Also sie darf nicht zu stark sein. Ja, es ist eine, ja. Eleni Kayandru zum Beispiel nehme ich gerne, oder Alexander Balenescu habe ich auch Sachen auch schon genommen. Das sind tolle Komponisten, die dafür, ja, die mir die Möglichkeit lassen, den Tanz so zu tanzen, wie ich ihn möchte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf, aber was fühlst du, wenn du für einen fremden Menschen tanzt? Bei deiner Familie kann ich mir vorstellen, da war ja eine Beziehung da, und da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Gefühl in diesem Tanz geflossen. Aber wie ist das bei fremden Menschen? Also bei meiner eigenen Familie konnte ich es noch nicht machen, bei meinem Bruder habe ich es zeitlich versetzt gemacht. Also bei meiner Mutter habe ich ja viel, viel später in einer kleinen Kirche in Süditalien getanzt, alleine. Nur für dich, du. Nur für ganz, mich, für ja. mich alleine. Das kam eigentlich erst dann viel später dann, dass ich das wollte, also dass ich auf Beerdigung tanzen möchte oder auf Aussegnungen. Die Emotionen, also da geht es nicht um mich, ja. Ich bin einfach, ja, ich vermittle. Ich gebe mich als
Projektionsfläche. Ich habe schon sehr oft gehört, dass während ich tanze, ganz viele Bilder kommen von dem Toten. Obwohl du ihn nicht kanntest? Ja, obwohl ich nicht kannte. Einfach, ich bin introvertiert, also ich bin ja auch Schauspielerin und eigentlich das, was ich normal Schauspielern also sage, genau das mache ich bei einem Trauerfeier nicht. Also ich gehe sehr nach innen. Und wie fühle ich mich? Anstrengend. Ja, es ist natürlich intensiv, ganz schön intensiv. Aber ich bin jetzt nicht dabei. Ich bin ja nicht in Trauer, ich selber, ja, sondern einfach, warum ich tanze, ist es auch, manchmal hat man das Gefühl, während ich tanze, spüre ich, warum es ist. Ja. Schön. Ich meine, dann hoffe ich ja mal, dass auch den Menschen, für die du da tanzt, also du tanzt für den Verstorbenen, aber du bietest ja den anderen Menschen auch eine Projektionsfläche. Genau, für ihre Emotionen. Dass sie über den Verstorbenen nochmal reflektieren können, sich mit ihm vielleicht in Verbindung treten können. Oder Bilder kommen. Ja, das ist schön. Ein schöner Gedanke. Bevor wir uns jetzt von der Trauer trennen, obwohl es ja in der Tat ein sehr wichtiges und auch interessantes Gespräch mit dir ist, das mir eigentlich die Furcht vor diesem Thema nimmt, fällt mir ein, viele Menschen organisieren ja bereits lange schon vor ihrem Tod ihre Trauerfeier. Da kann ich jetzt mal hoffen, dass der eine oder andere, der so etwas tut, diese Sendung hört und vielleicht hier noch eine weitere Möglichkeit findet, wie er seine Trauerfeier gestalten kann. Wie kann man dich denn buchen? Gibt es Flyer oder wie kommst du dahin? Ja. Oder wie kommt man zu dir? Ja, also, über meine Webseite kann man zum Beispiel den Flyer sehen. Also sagst du sie vielleicht gleich mal kurz? Wir sagen sie nachher noch einmal. Genau, www.helgasevan.de. Ich selber finde das schon, also ich finde es schon schön, wenn die anderen die Trauerfeier gestalten können für den Toten. Also alles, ich weiß nicht gar nicht, ich bin nicht so wirklich der Fan, dass man seine eigene Trauerfeier schon selbst. Ich finde es fast dekadent, muss ich gestehen. Ja, also ich finde es eigentlich schön, wenn dann eben die Zurückgebliebenen zu mir kommen und sagen, ich hätte gerne von dir einen Tanz oder könntest du mir sagen oder kennst du jemand, der Geige spielt oder oder ein Trauertuch. Ja, es gibt ja auch wunderschöne andere Arten von Särgen, wunderschöne andere Arten von Leichentüchern aus Samt und Seide. Also auch diese Dinge gibt es. Es gibt seit neuestem mehrere, also neue Beerdigungsinstitute von Frauen, die sich da sehr einsetzen. Ja. Aha, wusste ich nicht. Ja, nun kommen wir also nun wirklich zu deinen anderen Aktivitäten. Wie bist du denn überhaupt zum Tanz gekommen? Ich wollte einfach Tänzerin werden. Das war sehr früh, 4-5 Jahre alt war ich. Alle kleinen Mädchen wollen tanzen. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also ich hatte nie ein Tütü an. Also ich war von Anfang an irgendwie auch schon ein bisschen nicht rosa. Nicht rosa. Genau, also ich habe halt klassisches Ballett gemacht, 10 Jahre, meine ganze Kindheit, bisschen dort auch Folklore, was mir sehr liegt und all diese Dinge. Und so geht es, da habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Grete-Kleine-Nestler-Schule mit einem TU-Abschluss. Die Grete-Kleine-Nestler war selber Ausdruckstänzerin oder Schülerin von der Mary Wigmann. Und sie hat mir damals auch so, ich weiß gar nicht wie, aber viel Informationen gegeben, obwohl sie ein bisschen dement schon war. Das war auch sehr interessant. Du hast ja eh eine ungeheuer umfangreiche Ausbildung gehabt und du warst sehr reiselustig, bist entweder viel gereist oder die Lehrer kamen auch zu dir, wie ich jetzt gehört habe. Ja, ich kann nicht immer nach Japan, konnte nicht, also viele Lehrer kommen ja Gott sei Dank auch dann mal nach Deutschland. Ja, und gibt es denn ein Land, an dem du ganz besonders hängst? Ja, schon. Oder ein Herz steckt? Ja, schon Süditalien, also Apulien eigentlich genau. Oder das Salento. Ja, da habe ich sehr lange Kurse gegeben in Italien, also dort hinter, also relativ weit, 1450 Kilometer von München entfernt. Ja, das ist wirklich ganz weit unten. Und habe dort so 14-tägige Kurse gegeben in Tanzimprovisation, Körperarbeit. Und auch eben nach diesen 14 Tagen gab es eine
Aufführung. Das heißt, jeder hatte entweder ein Solo oder ein Duo gemacht. Es war eine richtige Performance. Schön. Ein schöner Abend mit Gästen. Schön. Also über Performance werden wir gleich nochmal reden. Hast du eigentlich immer gewusst, ich will Tänzerin werden, oder hätte deine Kreativität sich auch noch in anderen Arbeiten ausdrücken können? Was weiß ich, Malerei, Clown, Schauspielerei, Clownschule habe ich gelesen. Also ich war ja 20 Jahre an der Ruth von Zerboni Schauspielschule. Lehrerin für, also Schauspiel interessiert mich sehr, die Stücke interessieren mich sehr und auch die Rollenarbeit. Also ich arbeite immer noch auch mit Schauspielern, also körperlich an Rollen. Clownarbeit, ja, also Mime Corporelle habe ich viel gemacht, auch jung, in jungen Jahren, und macht mir auch Spaß natürlich, ist ja klar. Manchmal bisschen wilder sein. Ist schon sehr, ja, schön. Das würde mir zum Beispiel für dich, glaube ich, das, ich könnte mir gut vorstellen, dass du ein toller Clown wärst, weil alles das, was ich meine, dass ein Clown mitbringen müsste, du bist ein Mensch, du bist den Menschen immer ganz nah, das spürt jeder, der Kontakt mit dir hat. Du liebst die Menschen, du liebst die Tiere, du liebst die Natur, ziehst mit Lotti, deiner Hündin, durch die Wälder, bist temperamentvoll und sehr gestenreich, hast eine eindrucksvolle Stimme, wie ich finde. Für mich wärst du ein prima Clown geworden. Na schön. Naja, also zwischendurch muss ich das ja auch mit Schauspielern ein bisschen rauslassen. Oder in Tanzimprovisation kann man es ja auch mal ein bisschen, ja. Also Clown, warum nicht? Und, okay, jetzt hören wir nochmal wieder Musik. Genau, Ainda. Es ist, Wim Wenders hat einen Film gemacht, Lisbon Story, mit Madredeus. Und Alfama ist das Lied. Das ist ein altes Stadtviertel in Lissabon. Ist kein klassischer Fado, aber auch eben Madredeus, also, oder Fado überhaupt, liebe ich sehr. Also jetzt das Lied. Alfama. Ja, wir sind immer noch in Italien. Da hast du Tanzperformance-Kurse gegeben. Und wie kam es dazu? Du hast das ja relativ lang gemacht. Ja, ich habe es sehr lange gemacht, 17 Jahre. Also es macht mir einfach Spaß zu unterrichten unter freiem Himmel. Und Süditalien ist einfach wärmer, meist möglich. Also wir hatten dort einen super schönen Platz, einen sehr freien Platz, und man konnte einfach schön arbeiten. Und 14 Tage ist natürlich auch eine Zeit, nicht immer nur einfach, also recht anstrengend, sagen wir so. Aber man kann auch mal wirklich ein schönes, langes Stück entlang arbeiten, und hinterher ist wirklich viel passiert. Hast du da Kurse gegeben und Deutsche mitgenommen? Hast du die Kurse hier angeboten, oder waren da Italiener? Genau. Nein, das waren Deutsche. Waren Schauspieler oder Nicht-Schauspieler, Freie, sei es Sozialpädagogen, Tanztherapeuten, also verschiedenste. Oder einfach ganz andere Berufe, die bei mir dann eben diesen Kurs gemacht haben. Genau. Gut. Und wie kam es eben dazu? War das die Liebe zu Italien oder Zufall? Das ist kanntest zufällig. Du jemanden? Ich hatte eineinhalb Jahre einen Partner, einen Tanzpartner, mit dem ich aufgetreten bin, und er kannte den Gerardo, dem der Platz gehörte, und so fingen wir gemeinsam an einmal. Und hinterher haben wir uns getrennt, und jeder hat für sich seine Kurse dort gegeben. Ach so, dort, du bist dann auch. Ja, genau. Und jetzt machst du es nicht mehr. Jetzt mache ich es nicht mehr, aber es ist dieses Jahr geplant, wahrscheinlich so Ende Mai, Anfang Juni, vielleicht in Korsika, mal schauen. Ich bin gerade an einem Platz zu suchen, wo eben ein Wochenkurs stattfindet. Also 2 Wochen, ich schaff's nicht mehr. Ja, und wie viele Leute sind das? Ja, das ist so acht bis zehn höchstens. Du hast ja auch deinen Hund, die Lotti, aus Italien mitgebracht. Nein, die Marcella. Die Lotti ist aus Griechenland zufällig. Ach, die Lotti ist aus Griechenland. Ja, die Marcella habe ich dort gefunden. Die Marcella, ein besonderer, ganz besonderer Hund. Genau, die mich 14 Jahre begleitet hat zu allen möglichen wichtigen Dingen. Ja, nun nochmal zur Tanzperformance. Das ist ja eine ganz besondere Facette, die ich jedenfalls sehr interessant finde. Ja.
Wo tanzt du? Ich habe von dir Bilder gesehen, wo du auf Straßen tanzt, mitten in Schwabing. Ich habe ein YouTube gesehen, was ich besonders eindrucksvoll fand. Da hast du einmal in St. Paul getanzt. Mhm. Und einmal, das war ein NSU-Opfer. Genau, der ist hier gar nicht weit von hier jetzt entfernt, ist der in seinem kleinen Laden, den er 2 Wochen hatte, erschossen worden, Theodoros Bulgarides. Und wir haben ihm eben die Western Studios, das waren 3 Tage, mehrere Künstler haben ihm dieses Wochenende gewidmet. Und ich habe eben während eines Trauergottesdienstes in der St. Paul getanzt. Ja, also da sollten Sie vielleicht, liebe Zuhörer, mal ins YouTube gehen, da kann man diesen Tanz sehen in St. Paul. Dann habe ich noch einen anderen Tanz gesehen, der mir auch sehr, sehr gut gefiel. Da hast du zu einer irren Musik in einer Fabrikhalle getanzt. Ja, das war in das Holzzentrum Westend. Das Holzzentrum. Holz hat man nicht gesehen, man hat Maschinen gesehen. Ja. Holzzentrum Westend. Mhm. Ja, da habe ich, das war auch im Rahmen der Westend Studios. Ich bin ja Mitorganisatorin der Western Studios gewesen jetzt mit Wolfgang Gebhardt. Und dadurch, dass ich ja selbst eigentlich ja in der Isabellastraße bin, nicht wirklich einen Platz habe im Westen, so fing ich an, immer einen anderen Ort zu suchen, wo ich tanze. Und du tanzt auf der Straße, das haben wir auch gesehen. Gerne, wenn der Boden glatt ist. Natürlich, man hat ja auch schon seine Erfahrungen, ne? So kleine Unebenheiten sind schon auch harte Geschichten. Informierst du darüber und sagst heute so mit Zetteln in der Umgebung, heute tanze ich da, oder gehst du einfach runter in der Isabellastraße, stellst dich hin und tanzt jetzt mal los? Nein, das war damals Kunst im Carré oder in die Western Studios. Die beiden, die Organisatoren haben eben, also ich war einfach ein Künstler, der dabei mitgearbeitet hat. Ach so, da haben andere auch noch getanzt? Nein, nicht getanzt, sondern halt andere Sachen gemacht. Kunst ausgestellt. Mhm. Ja. Genau. Ja, dann denke ich, machen wir doch noch mal eine kleine Musik, bevor wir weitermachen. Und ja, jetzt kommt Element of Crime, auch eine für mich wichtige Band, die es ja seit vielen, vielen Jahren, weit über 20 Jahren in Deutschland gibt. Und Hamburg 75, den älteren Menschen einfach gewidmet, dass man einfach immer wieder die Augen auch auf hat, dass ältere Menschen vielleicht auch ein ganz buntes Leben hatten. Oh. Wir sind immer noch da. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Peuklinger Künstlersozialwerkes. Mein Gast ist heute Helga Seewan, Tänzerin. Helga, du bist Lehrerin, das schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Du bist Choreografin. Ja. Du hast eine erfolgreiche Tanzschule, ebenfalls seit vielen Jahren. Eine kleine, feine, eine mit einem wunderhübschen Boden, der mir so wahnsinnig gut gefallen hat. Der ist rot. Knallrot, ja. Du trainierst Schauspieler und Sänger für die Bühne und zunehmend, wie du sagtest, Kabarettisten. Weshalb ist das zunehmend? Ist das irgendwas Besonderes, dass jetzt Kabarettisten kommen und früher waren es noch? Das ist halt für mich ein bisschen neu. Also vorher waren es halt Schauspieler, ja. Also beim Körpertraining für Schauspieler sind halt jetzt Kabarettisten gekommen. Finde ich ganz schön. Ja, gibt's was zu lachen. Oder so. Aber es gibt vielleicht auch Menschen wie du und ich, also sagen wir mal eher nicht wie du, aber doch eher vielleicht auch wie ich, die zu dir kommen, weil sie ihren Körper kennenlernen wollen, sie wollen ihren Körper trainieren, sie wollen sich strecken und recken. Ich denke mal, man wird auch größer vielleicht, wenn man das bei dir gewesen ist. Ja, größer, ich meine, ich bin ja schon ganz klein, aber ja, größer. Ja, du hast mir das so geschildert, man wird weiter, man richtet sich auf. Genau, also mir ist es ja wichtig, dass einfach jeder vielleicht den Platz in sich bekommt, den er braucht. Einfach, dass die Atmung auch den Platz hat oder ja, dass man ja sich wohlfühlt im Körper, genau. Und ich gehe entspannt und glücklich nach einer Stunde wieder nach Hause. Ja, das hoffe ich. Nein, man kann nicht immer glücklich sein, also aber, ja. Erfrischt. Ja, genau. Oder einfach froh vielleicht. Oder ja, das ist doch schon mal sehr erleichtert. Viel. Ja, das ist sehr viel. Vielleicht hat man was losbekommen. Mhm. Und was sind das für Menschen, die da so zu dir ganz kommen? Ganz unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Auch da ist es querfeldbeet. Ich habe immer das Gefühl, es kommt halt einfach die Person zu mir, die einfach mich gerade braucht. Und dann findet eben gerade, dann geht man gemeinsam einen Weg.
Wie lange kommen die Leute zu dir? Sehr unterschiedlich, oft sehr lange. Mhm. Ja? Ja, ich habe Schüler sehr lange. Ja, ich bemühe mich immer was Neues oder meine Körperarbeit ist, ich mache so eine ruhige Körperarbeit, die ist fließend und... Ist das mit Musik oder ohne Musik? Mehr ohne Musik, aber ein bisschen am Anfang, ein bisschen am Ende, mal mittendrin eine Musik, aber also diese ruhige Körperarbeit ist eigentlich... Du machst ja auch Yoga, fließt das so ineinander? Nein, Yoga mache ich nicht. Also ach so, ich dachte, Ich mache so eine ruhige Körperarbeit. Also ich komme schon mehr so auch von der atemtherapeutischen Seite. Das heißt, ich lasse den Atem sein, also manipuliere nicht. Also ich mache eine ruhige Körperarbeit, die natürlich aus Übungen, aus wenn ja, das sieht aus wie Yoga oder aber ich würde sagen, es ist einfach eine ruhige Körperarbeit. Du hast ja also im Grunde ein eigenes Programm genau, zusammengestellt genau, und da fließen genau. Ist ein Ritual. Yoga-Elemente mhm. vielleicht mit ein. Genau, wie vieles andere auch. Wie man eben mit den Schülern auch wächst. Man findet neue Übungen, weil die jetzt gerade gebraucht werden oder ja, entwickelt sich selber weiter, weil man selber gerade mal wieder Rückenschmerzen hat und etwas neu. Ist das ein Einzeltraining oder sind das Gruppen, die das bei sind dir... Gruppen. Das sind Gruppen alles. Mhm. Aber man könnte auch, wenn man, so wie beim Psychotherapeuten oder beim Heilpraktiker, wenn man sagt, jetzt geht's mir gerade ganz furchtbar schlecht, dann ja, machst du das mit deinen... Könnte man schon Einzelunterricht machen, mache ich auch manchmal. Aber meistens eigentlich, die meisten Gruppen sind eigentlich, ja, kleine Gruppen, meistens mit 5 Leuten. Mhm. Mhm. Schön. Du hast einmal zu mir einen Satz gesagt, der mir im Kopf hängen blieb und den ich wirklich wahnsinnig wichtig finde. Du hast gesagt, der erste Schritt im Tanz ist der wichtigste. Weshalb? Ja, also du hast mich gefragt wegen meinen Aufführungen oder meinen Performances oder meinen Trauertänzen. Und ich habe dir gesagt, so ich setze meine erste Fußsohle und mit dem Aufsetzen fließe ich in diesen Tanz hinein. Und deswegen war das der erste Schritt. Ich denke mal, dieser erste Schritt, der ist ja wahrscheinlich nicht nur im Tanz wichtig, sondern, also ich habe länger darüber reflektiert, als du mir diesen Satz sagtest und dachte mir, er ist eigentlich überhaupt wahnsinnig wichtig, er ist in allem wichtig, der erste Schritt ins Leben, der erste Schritt in einen neuen Beruf, der erste Schritt in eine Ehe, egal, es ist wahnsinnig wichtig, so wie sich der erste Schritt anfühlt, so wird es oft weitergehen. Genau. Ja, ich kenne es noch von früher, eben wie ich jung war und ich sehr nervös. Ich hatte immer sehr viel Lampenfieber. Und wenn dann du den ersten Fuß aufsetzt und dir die Nerven durchgehen, dann bist du echt verraten. Hast du viel Lampenfieber? Sehr gehabt, sehr viel. Deswegen, immer noch? Nein, es ist eben vielleicht auch, weil ich... diese Körperarbeit entwickelt habe und einfach selber durch meine eigene Nervosität habe ich diese so entwickelt und kann die auch so gut weitergeben. Und ich hoffe, meine Schauspieler können ja dadurch auch stabiler auf der Bühne stehen, auch wenn sie nicht so kräftige Nerven haben. Das muss ich an der Stelle fragen, das wirst du vielleicht wissen. Ist es wichtig eigentlich, dass ein Schauspieler oder überhaupt ein Künstler auf der Bühne Lampenfieber hat, macht ihn das stärker oder schwächt es ihn? Also wenn es zu viel ist, das bringt dich um. Das klingt ja furchtbar. Nein, aber ein bisschen Spannung ist ja klar. Aber wenn es dann halt eben so ist, dass man den Boden verliert, Text verliert, ich meine, das kann ja ganz schrecklich sein. Ja, das glaube ich schon, dass es schrecklich ist, wenn der Text weg ist. Wenn du einen Hänger hast oder ne, oder wenn du vergisst. Ja, und beim Tänzer gibt es sicher auch keine Soufflöse. Genau, ja. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel tanze, ich lasse mir auch immer viel Freiraum. Also ich gebe mir immer ein bisschen Improvisation, weil ich möchte mich nicht so einengen. Ja, ach so, da kann ich gleich noch eine Frage anschließen. Das heißt, es ist immer eine feste Choreografie, die du aber bei jedem deiner Auftritte mit neuen Elementen möglicherweise noch veränderst, nicht verfeinerst, aber veränderst. Meinst du jetzt für Trauertänze? Oder? Nein, dich. Nee, sehr unterschiedlich. Also genau, ich baue mir
ich baue die Choreografie, aber lass mir immer viel Platz und viel Luft, wie ich an manche Stellen komme. Ich weiß die Raumwege, ich weiß, was ich erzählen möchte oder spüre, was wann wichtig ist. Aber es kann sein, dass ich schon mir noch einen guten Teil eben freilasse. Ist auch mal mehr, mal habe ich, ist es enger, also mehr, weiß ich mehr, also ist mehr festgelegt, mal ist es weniger. Schön. Dann haben wir jetzt noch einmal eine Musik. Genau. Also jetzt Arizona Dreams. Goran Bregovic ist ja der ein Komponist, der viel mit Emil Kusturica gemacht hat. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Und ja, aus Arizona Dreams eben ein Lied. Eigentlich hätte ich Woody Allen von Woody Allen was nehmen sollen, weil ich bin ein absoluter Fan von Woody Allen. Aber jetzt habe ich mich für Bregovic entschieden. Also, This is a Film. Das letzte Lied von dieser CD. Helga, du bist eine erfolgreiche Künstlerin, die hoffentlich von ihrer Kunst leben kann. Doch das geht leider nicht bei allen Künstlern so. Denn es ist wirklich erschreckend, was man hören kann, wenn man Künstler nach ihrer sozialen Absicherung und ihrer Krankenkasse fragt und ob sie denn auch in der Künstlersozialkasse seien. Drum also nochmal, liebe, liebe Künstler, die Künstlersozialkasse ist wichtig. Sie sichert euch eure Zukunft, wenn ihr mal älter seid. Was muss ich tun, um hineinzukommen? Wer hilft mir beim Antrag? All diese Fragen kann Ihnen das Künstlersozialwerk beantworten. Drum zum Abschluss noch einmal, wie und wo Sie uns erreichen können. Einmal auf unserer Website www.paul-klinger-ksw.de. Auch im Telefon sind wir zu hören, oder hören wir Sie, wenn Sie uns anrufen, 089-57-00-4895. Facebook finden Sie uns selbstverständlich auch. Bei YouTube können Sie einige Mitglieder des Paul Klinger Künstler Sozialwerkes kennenlernen. Und persönlich kennenlernen können Sie uns, wenn Sie zu unserem monatlichen Stammtisch am ersten Dienstag des Monats in die Bar Reu kommen, am Sendlinger Torplatz ab 18.30 Uhr. Erster Dienstag im Monat, 18.30 Uhr bei Reu am Sendlinger Tor. Nun, Helga, trotz aller Probleme, es gibt Künstler, für die es wirklich keinen anderen Beruf gibt. Es gibt natürlich auch viele Künstler, die zwei Berufe haben, um eben einfach leben zu können. Ja. Aber für viele ist es so, es gibt keinen anderen Beruf. Künstler zu sein ist der genialste Beruf der Welt. Er ist Freude, Freude, Freude. Oder auch Kampf. Wie siehst du das? Naja, da würde ich den Valentin zitieren. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das ist wahr. Ja, also. Nun kommen wir wirklich zum Ende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hörten Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerkes. Zu Gast war heute Helga Sewan, Tänzerin. Es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen, hat viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Das muss man wirklich sagen. Und ich hoffe, auch die Zuhörer haben viel gelernt über Trauertanz, über Tanz überhaupt und Tanzperformance. Das fand ich sehr, sehr schön. Wenn Sie Helga Sewan näher kennenlernen wollen, bitte besuchen Sie ihre Website www.helgasewan.de. Und jetzt noch mal kurz eine Frage. Hast du weitere interessante Projekte, die noch vor dir liegen, die wir hier ankündigen können? Du hast mir vorhin von einem Projekt erzählt, du würdest gern Kontakt zu anderen Künstlern haben. Ja, also ich möchte gerne eigentlich ein Tanzprojekt in die Wege leiten mit anderen Künstlern, eben aus anderen Sparten, die sich vielleicht mal eben mit mir verbinden wollen und aber eben sie sollten tanzen, ja, und über Themen, die sie schon immer interessiert hat in ihren eigenen Beruf und das eben tänzerisch ausdrücken. Das wäre, vielleicht kommt es dieses Jahr zustande und dann gibt es vielleicht auch diese eine Woche den Tanzimprovisation, kreativen Tanzworkshop in wahrscheinlich in Spanien. Mal schauen, wo es sein wird. Das wird es im Anfang Juni geben. Also, wenn Sie bei einem dieser beiden Projekte mitmachen wollen, bitte denken Sie daran, gehen Sie bei Helga Sewan auf die Website. Genau. Und Tanzimprovisation gibt es auch 14-tägig. Das sind eine freie Gruppe. Also kann man kommen, wenn man möchte. Das ist schön. Ja, unsere nächste Sendung am 26. Februar wird Franziska Ruprecht
Moderieren. Sie ist eine Performance-Poetin und sie hat als Interviewgast einen Künstler aus der jüngeren Generation der Paul Klinger Mitglieder mitgebracht oder wird ihn mitbringen, Entschuldigung. Zu Gast bei ihr war schon ein Kabarettist, ein Musiker und eine Regisseurin und wir sind gespannt, wen sie sich am 26. mitbringen wird. Schalten Sie ein, die Sendung Künstlerfragen auf LoRa München 92.4. Dem Sender mit der tollsten Musik, nie Mainstream, hören Sie rein. Unser heutiger Techniker war glücklicherweise mal eine Technikerin. Die Nelly Böhm hat das ganz wunderbar gemacht. Herzlichen Dank, Nelly. Wir verabschieden uns mit einer Musik, und zwar von Duffer Youssef, Birds Requiem. Ihre Renate Hausdorf und Helga Sievern. Herzlichen Dank. Und bitte bleiben Sie dran, denn nach der Musik kommt die nächste Sendung, und zwar das Literaturverhör mit dem Poesiemagazin.